So, Bernd. Zweite Tür. Blau. Mhm. Ja, komm mal ran hier. Nicht wieder, dass du gleich sagst, ich stehe so blöd und du kannst ja nicht richtig... Das ist okay. So, Bernd, ich aktiviere die blaue Tür mit der blauen ID-Karte. Piep, 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 piep. Oh, auf einmal erscheint eine Computerstimme. Türe aktiviert. Also die versinkt auch im Boden, so ganz, haben die noch nie gesehen. Total abgefahren. Wahnsinn. Und es erschließt sich ein Blick in etwas, was aussieht wie ein wenig, aber auch wirklich nur ein wenig heruntergekommenes Badezimmer. In diesem Badezimmer sehen wir einen Waschbärtisch. Ja, natürlich. Da muss ich doch nochmal direkt rumkommen, Junge. Geil, alles am Start. Na, da wurde aber schon länger, fließt da kein Wasser mehr, glaube ich, ne? Aber wer weiß? Wer weiß? Was ist da drin? Badewanne am Start, Klo am Start. Wir sehen im Moment noch keine ID-Karte, also mal schauen, was da ist. Was wir aber definitiv sehen, ist ein weiterer random Encounter. Der sich aus dem Toilettendeckel ausgräbt und aus dem Klosett entkrabbelt. Und was könnte das anderes sein, als ein Zombie, sagen, als die Ratte? Oder eine Ratte, genau. Na, oder eine Ratte, aber wir haben ja gesagt, wir machen das Random Encounter mäßig. Das heißt, wir sind wieder bei unserer W4-Nummer. Klettert da auch eine oder klettern möglicherweise zwei Zombies da raus? Einer aus der Badewanne, einer aus dem Klo sehr wahrscheinlich. Okay, das heißt... Der erhebt sich, der hat in der Badewanne gelegen, der eine. Oh ja, das ist geil. Das heißt, wir gucken wieder, ob gerade, ungerade auf dem W20. Wenn gerade, würfen wir nur einen W4 und gucken, was kommt. Wenn ungerade, dann zweimal W4. Gerade, einmal. Einmal nur. Okay, dann gucken wir mal, was denn kommt. Eins ist der Zombie, zwei diese Zombie-Olle. Die 4. Wieder ein Zombie. Wieder ein Zombie. Das ist wahrscheinlich der, der sich gerade aus der Badewanne erhebt. Ja. Er erhebt sich also aus der Badewanne, kommt zum Leben und steht relativ weit vorne, aber noch immer ganz klar in dem Raum. Und charge sofort rein. Ja, wir haben unsere Aktion verbraucht, um die Tür zu öffnen. Der Zombie benutzt seine eine Aktion, weil er uns ganz klar sieht, um zu chargen. Krasse Scheiße. Direkt rein. Bam. Ja. Sally und Bernd haben sich sehr intelligent hingestellt, denn durch diesen Charge ist es, also dem Zombie ist es, ihr seht das selbst mit der Basegröße, nicht möglich, nur bei einem in Base-Kontakt zu sein. Das ist jetzt gerade mal gut für uns, aber schlecht ist, dass der Zombie jetzt erstmal zuhaut. Der Zombie hat einen Milli-Wert von 4. Wir gucken auf wen er haut. Oder W6 oder irgendein Würfel, egal. Gerade heißt Sally, ungerade heißt Bernd. Auf Bernd. Okay, diesmal haut er auf Bernd. Hat ihm die Fresse wahrscheinlich nicht gefallen, man weiß es nicht. Der Zombie hat einen Milliwert von 4. Bernd hat einen Milliwert von 7, weil ja Sally noch mit dabei steht. Mach ich Zombie? Nee, ist ja dein Bernd, also okay. Besser. Mein Bernd. Jo. 3, okay. Bernd hat eine 3. Der Zombie hat eine 6, aber genau, plus 3 ist ein Ausgleich. Das heißt, für den Defender. Er hat ihn also nicht getroffen. Genau. Bernd passiert nichts und jetzt ist die Runde der Karawane, würde ich nicht sagen. Aber wir sind dran. So. Möchtest du zuerst? Ja, Bernd und ist der. Und wir hören von hinten immer irgendwie die ganze Zeit. Geht Bernd schon tierisch auf den Sack, weil Zombie von vorne, von hinten, wie bei voller Lab. Irgendwie von oben hört man noch irgendwie ihr Wichser werdet mich nicht kriegen und mein Geheimnis auch nicht. Ne, so? Ja. Irgendwie überall, ein paar Palaver in dem Haus. Überall und Bernd. Von der Straße hört man noch, ist heiß hier. Stehe ich schon seit 2 Jahren. Das kommt auch keiner. Kommt aber keiner. Ich musste damals von meinem Schrottplatz abhauen, wenn ihr wisst. Es ist ja noch diese Mutanten da. Die Mutanten gekommen sind. Genau. Und es kommt keiner und heiße sind auch. Und heiße sind. Seit 2 Jahren ist es hier heiß. Boah, so. Der Bernd, Alter, der haut mit der Axt gleich einfach mal um sich. Scheißegal. Das versucht er jetzt auch. Er versucht erfolgreich mal hier zu aktivieren.
Was er auch schafft. Ja, er hätte nur 05 plus gebraucht. Das heißt, Nahkampfangriff gegen den Zombie. Das ist wieder 4 gegen 7. Genau. Bernd hat eine 3. Zombie hat eine 10 Crit. Nichts passiert, aber Bernd hat er erfolgreich aktiviert. Er kann es also direkt nochmal versuchen. 3. Gegen eine 8. 3 wird zwar zur 6, reicht ja. aber nicht. Ja. Das heißt, Sally guckt, ob sie erfolgreich aktiviert. Schafft sie mit nur 5. Sie hat Mili 6 nur mit Bernds Unterstützung. Das heißt aber trotzdem plus 2 bei ihr. Versucht's. 5 plus 2 ist 7. Sie trifft den Zombie, hat aber nur Stärke 6. Das heißt, der Zombie kriegt bei dem Wurf jetzt plus 1. Sie hat eine 2. Oh. Der Zombie hat eine 1 plus 1. Doch, ich habe Stärke 6. Zombie hat Widerstand 7. Ja, stimmt. Defense. Scheiße. Ausgleichen gleich. Passiert nichts. Zweite Attacke. Mal gucken, ob ich treffe. Okay, 7 plus 2, ja, reicht, weil, ne? Minus 2. Minus 9. Ja. Und jetzt wieder Stärke 6 gegen Defense 7. Dann nur eine 2 gegen Crit. Voll, ja. Das heißt, wir knüppeln auf diesem scheiß Zombie rum, es passiert nichts. Ja, und du hast nur noch einen Lebenspunkt, Junge. Ich hoffe, der Zombie sucht sich jetzt nicht die Sally aus. Boah, war gerade schon, habe ich überhaupt nicht bedacht. Wäre voll scheiße gewesen, wenn er die schon angegriffen hätte. Wir gucken also wieder, wen der Zombie angreift. Er hat nur eine Attacke. Ungerade gerade Bernd. Okay. Gerade war die ganze Zeit... Okay, also ungerade Bernd. Ja. Gerade Sally, scheiße. Gucken wir mal, ob er so überhaupt trifft, weil Sally hat ja weiterhin ihre 6. Sally ist diesmal hier hellblau, weil ich gerade den Würfel habe. Der Zombie, das ist eine Kippe. 3. Gegen plus 2 trifft also nicht. Erfolgreich pariert mit der Bratpfanne. Ja. Das heißt, die Spieler sind schon wieder dran. Also wir sind dran. Bernd, würde ich sagen, fängt wieder an. Schiebt die Mutter zurück, weil er weiß, nicht schon jetzt macht das hier. Ja. So, er versucht erfolgreich zu aktivieren, was er nicht schafft. Eine Aktion nur. Aber jetzt dadurch holt er jetzt komplett aus. Mit der Axt. Oh. Er hat eine 2 plus 3, also eine 5. Der Zombie hat eine 8. Trifft nicht. Das heißt, es liegt an Sally. Sie guckt, ob sie erfolgreich aktiviert. Macht sie nicht. Sie hat nur eine Aktion. Fuck. Sie schlägt zu, bekommt plus 2. Oh, geil. 1 plus 2 ist 3. Gegen eine 10. Boah, Junge, das ist voll der Kampfzombie. Ja. Das heißt, wieder nicht erfolgreich geschafft. Der Zombie ist dran. Wir müssen gucken, wen er angreift. Ungerade ist Ungerade Sally. Nee, ungerade ist Bernd. War die ganze Zeit. Ja, meine ich ja jetzt gerade, aber wieder die Sally. Ja. Das heißt gerade Sally. Gerade Sally, ja. Wir können nur hoffen, dass er sie vielleicht nicht trifft. Nein, nicht die Sally jetzt. Sally hat eine 7, das wird zur 9, das ist geil. Und er hat nur eine 3. Okay, also nochmal in die Scheißbratpfanne gebissen. Da sind jetzt schon, nee, da sind keine Bestrunge, das ist Qualitätsarbeit. Ja. Gefalteter Stahl. Quasi mit den Zähnen, seinen Zähnen hat sie den Flugrost jetzt abpoliert. Und jetzt wird die nur noch besser. Jetzt glänzt die, ja klar. Und die macht auch immer geileren Sound beim durch die Luft ziehen, immer so. Ne? So. Ja, das und sie knallt den ja auch ständig auf den Zombie drauf. Der merkt das zwar nicht, aber der Sound ist geil. Ja, von so einem dumpfen Bong, jetzt immer mehr so Ping, 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 Ping. So halt. Jetzt gleich, genau, geht das. Okay. Das heißt, die Spielercharaktere sind dran, also wir sind dran. Bernd aktiviert. Nicht erfolgreich. Eine Aktion. Aber er holt wieder voll aus mit der Axt. Boah, da kann man 2 plus 3 reicht aber, weil 2 plus 3 5 ist gegen die 4. Er trifft. Einem Grad mehr. Stärke 7 gegen Defense 7. Bernd hat 7. eine 7. So, der jetzt Zombie. Hat eine Kippe? Ja, ist eine Kippe. Eine 5. Yes. Das heißt, der Zombie ist weggeklatscht. Er knallt den nach hinten. In die Badewanne wieder rein. In die Badewanne, wo er herkam. Diesmal nicht durchs Fenster, denn dieses zugegebenermaßen sehr geil aussehende Fahrzeug blockiert ein bisschen den Weg. Und Bernd ist ja Präzisions-Axtschwinger. Der hat den wieder da reingeklopft. So, aber der Raum ist zwar geklärt, aber keine ID-Karte in Sicht. Jetzt müssen wir mal gucken, was geht. Jetzt wäre geil Hero-Quest. So Karten, so Suchekarten und sowas. Ja, erstmal musst du ja sagen, eine Aktion auf Suchung verwenden. Quasi. Und dann gab es diese geile Karte mit diesen Gnomen. Nichts! Du findest. Du suchst und nichts. Suchst und du findest nichts. Echt total geil. Ja, also die suchen, sie gehen hier rein, ne, und suchen wie wild, auch den Zombie in der einfach Jackentasche, nochmal, alles durchsucht. Im Klo, Bernd mit dem Arm bis unten rein. sie macht hier alles. Dann aber auf einmal macht Sally den Alibert auf. Und was liegt da drin? Siehe da, es ist die grüne
ID oder ID, wie sie sagen würde, Karte. Sie nimmt also die grüne ID-Karte auf. Nein, nein, nein. Viel nein. geiler. Umschwung hier. Ein kleiner Hinweis. Welche Farbe suchst du? Was sehe ich, was du nicht siehst? Von Dr. Hans Folter. So, und dann überlegen die so hin und her. Und dann fällt dir auf, hier ist ja komplett eine mintfarbene Borde. Hm. Und siehe da, auf einer Fliese im gleichen Tone hängt die ID-Card. Also hätte man die ohne diesen Hinweis überhaupt nicht gefunden. Genau, das heißt, im Schrank war dann tatsächlich nur der Hinweis wieder auf einem ähnlichen Zettel wie hier, aber etwas leichter. Deswegen musste sie jetzt keinen... Außerdem, sie hat sein System scheinbar durchblickt. Deswegen hat sie direkt verstanden, aha, hier unten, das ist eine Karte, das ist gar kein Hinweis. Aber anscheinend braucht Hans Folter auch jedes Mal wieder seinen eigenen Zettel für das eigene Rätsel, was er wieder lösen muss, wo er jedes Mal denkt so, wie komme ich jetzt nochmal da rein? Genau, ja. Scheiße, wo ist die grüne Karte? Und dann muss er diesen Zettel... Und sucht er auch erstmal wieder erst den auch wieder Raum mit an. Dem Arm in das Klo, das macht ja. er nämlich auch. Und dann irgendwann, ach, der Schrank, macht ihn auf. Hä, was ist denn das für ein Zettel? Und dann liest er alles durch. Ach, die Schrift kenne ich doch. Und dann so, yo, und dann, genau. dann geht's weiter. Deswegen freut sich auch der Bernd, weil der hat in dem Klo nämlich einen, so einen College-Ring gefunden, der sehr wahrscheinlich von so einer Doktorakademie freut er sich jetzt, weil den hat der auch mit, Dr. Hans Folter sehr wahrscheinlich darin verloren, durch das immer wieder in das Klo greifen. Prozedere hat er jetzt auch noch anregen. Mega. Ja, und mit allen drei ID-Karten, also der roten ID-Karte, der blauen ID-Karte und der grünen ID-Karte, begeben sich Sally und Bernd auf zur letzten Tür und schauen doch mal, was in diesem Raum verborgen liegt. Wir steigen gleich wieder ein. Und hier sind wir. Sally und Bernd stellen sich wieder genauso auf wie gerade in dem Raum, weil es gut geklappt hat, auch wenn ein Zombie sie angegriffen hat, aber es hat funktioniert. Sie stehen also an der türkisgrünen, an der grünen Tür. Die ID-Karte geht durch den Schlitz. Wir hören ein... Und eine Maschinenstimme sagt... Die grüne Tür öffnet sich. Versinkt in den Boden. Danach der Boden auch völlig geschlossen. Man sieht nichts. Es sieht aus, als wäre da nie was gewesen. Wahnsinn. Und es ergibt sich ein Blick in einen sehr gemütlich anmutenden Raum mit einer Couch, einem Tisch, einem Stuhl. Natürlich geht es hier noch weiter. Ein seltsam erscheinendes elektronisches Gerät auf dem Table. Was ein wenig glimmt. Ja. Zumindest erscheint es so. Ein leichter Lichtschein wird dort. Genau, grünlich sieht man. Ansonsten sieht der Raum, bis auf die Bilder, Bilderrahmen und die Standlampe. Hier ist noch eine Tür, die ist aber geschlossen irgendwie. Der Raum sieht relativ leer aus, bis auf den Random Encounter, der gleich kommt. Und Folgendes ist jetzt passiert, denn Sally hat ja dieses Teil hier entschlüsselt, aber das Rätsel ist an dieser Stelle zu Ende. Es stand nichts mehr von irgendeiner weiteren Karte oder von einer weißen Karte oder keine Ahnung. Was sollen wir nur machen? Schauen wir erstmal, auf wen wir denn da so treffen. Selbe Spiel wie gerade. Wir würfeln, ob gerade oder ungerade. Bei gerade 1W4, bei ungerade 2. Oh, das ist eine 9, das ist ungerade, das heißt 2. Encounter. Wir würfeln hier wieder einen W4. Der Zombie bleibt aber da in dem Ding drin. Wir nehmen einen neuen Zombie endlich mal. Und ja, 2 W4. Der erste W4 ist eine 2. Das ist die fette Mutter. Und nochmal eine 2. Rerollen wir das jetzt? Ja. Ja, okay. Eine 3. Oh, und Spliffy die Killerratte mit der hohen Bewegung. Das ist Kacke. Ja, und der Raum war dann doch nicht so leer, wie er zuerst schien, denn hinten in der Ecke am Bücherregal, warum auch immer... Nee, ich muss intervenieren. Die Mutter hat sich hinter diesem Lampenstab versteckt. Und auf einmal wie aus steht dem Nichts. Sie da, wie aus dem Nichts, ein Zombie. Genau. Aus welcher Ecke kommt denn die Ratte? Hinterm Sofa? Spliffy, sitzt hier oben auf dem Regal. Das ist geil. Mist, trotz kleiner Base wird es nicht ganz... Aber sie lauerte hier oben auf dem Regal. Ja.
Auf dem Computertisch. Genau, sie lauerte auf dem Computertisch. und ja, da aber die Dicke hinter der Lampe irgendwie erscheinen musste, hat sie jetzt keine Zeit mehr direkt anzugreifen. Anders bei der Ratte, Ratten sind schnell. Ratte sofort auf Aggro, so Tür geht auf. Also die Ratte fast hat eine Movement von 7, das heißt überhaupt gar kein Problem hier anzugreifen. Greift an, kommt in eine ähnlich bescheuerte Position wie vorhin der Zombie. Ich meine, es ist nur eine Ratte, was soll die da taktisch, ne? So. Wir checken jetzt mal kurz die Werte, wobei ich denke, ihr wisst inzwischen, wie das Spiel läuft. Wir spielen das jetzt einfach mal. Sagen euch gleich die Zusammenfassung quasi, so wie in einem etwas gekürzten Battrap. Und wenn es hier rollenspieltechnisch weitergeht, sind wir wieder am Start. Bis gleich. Das ist irgendein Lösungsmittel. Richtig. Im Bunker ist immer so viel Zeug am Start. So. Also, was ist passiert? Spliffy hat angegriffen, fast die Mutter weggeklatscht, aber im Gegenschlag hin und her gekämpft, hat Mutter dann mit einem fetten Schlappen draufgetreten. Spliffy, die Ratte, ist tot. Daraufhin hat direkt der Zombie reingecharged, zum Glück nichts gemacht und wir haben den Zombie weggeklatscht. Mega. So. Natürlich erstmal Bernd hier, wie er ist, weil Kerl geht erstmal rein und checkt die Lage, ob hier alles safe ist. Und sieht dieses grün blinkende Etwas, wo immer in komischen Hieroglyphen, wir würden das lesen können, eher nicht, da steht immer drauf blinkend, drück mich, drück mich, drück mich. So, checkt er nicht, aber intuitiv drückt er trotzdem drauf, weil es ja blinkt, er will es anfassen. Was ist das? Er hat das doch nie gesehen, elektronisch mit diesem blinkenden Bildschirm, was ist das? Drückt er drauf. Auf einmal verändern sich die Hieroglyphen und dann steht da. War jetzt gemeint von mir, weil ich jetzt spontan einfach mal die Story hier den Brofighter machen lasse, weil mir gerade irgendwie so die Idee ausgeht. Also, was steht da? Vor allem hatten wir auch eigentlich eine ganz andere Idee. Aber ja. Folgendermaßen läuft es ab: Die Hieroglyphen verändern sich und es erscheinen Piktogramme, also Bilder, die man ja so, ne? Und auf den Piktogrammen ist ersichtlich, wenn man jetzt. Das ist auch sehr geil gemacht. Auf dem Bildschirm ist quasi ein Pfeil, der zu einer Taste, zur Tastatur irgendwie geht. Bernd ist da schon leicht mit überfordert, aber Sally gesellt sich in der Zwischenzeit dazu und weiß sofort, was zu tun ist. Es ist nämlich ein weiteres Rätsel von Dr. Hans Folter, beziehungsweise kein Rätsel, es ist einfach nur die Anleitung, wie es jetzt weitergeht, denn auch er vergisst das von Zeit zu Zeit. Und deshalb zeigt dieser Pfeil jetzt an, welchen Knopf man denn drücken muss auf der Tastatur. Diesen Knopf drückt Sally. Und siehe und höre da, die weiße Tür hier verschwindet im Boden mit der Computerstimme, Tür geöffnet oder auch nicht. Was ist da los? Geht nicht raus? Nee. Ah, okay. Tür raus. Sie verschwindet in der Decke, ohne dass ein irgendwas noch zu sehen ist. Und man hört entfernt nochmal dieses Geräusch von Tür geöffnet. Ebenfalls. Da die neue Tür geöffnet ist, denken sich Sally und Bernd, gehen wir doch mal durch die Tür. Sind ein wenig irritiert, dass sie wieder in dem Raum stehen, wo sie gerade schon mal den Zombie weggeklatscht haben. Aber Sally erkennt die Situation, nee, Bernd erkennt die Situation, denn er erkennt das Klo wieder, in dem er einen schönen Ring gefunden hat. Und deswegen sagen die, durch die nächste Tür. Außerdem, nicht mehr ganz so gedämpft, aber immer noch gedämpft, hört man, also Sally erkennt wieder ihre Tochter, rennt wie eine, naja, was heißt wie eine Irre, so schnell wie sie halt kann, hier durch, betritt diesen Raum und welches Bild ergibt sich ihr dort? Keine komischen Random Encounters, aber zwei zappelnde Säcke auf zwei Matratzen. Bernd hat so langsam gecheckt, dass an dem Geräusch vielleicht irgendwie was komisch ist, kommt hinterher, naja, geeilt kommt er nicht, er kommt hinterher gedackelt, betritt ebenfalls den Raum. Er erblickt als erstes einen Kühlschrank. Sofort hin zu dem Ding. Er versucht das Teil zu öffnen. Es scheint aber nicht so leicht zu öffnen zu sein. Er völlig abgelenkt ist mit dem Kühlschrank beschäftigt. Und Sally hört ihre Tochter aus dem vorderen Sack und versucht diesen zu öffnen. Problem,
dieser Zipper, der da dran ist, der ist jetzt nicht mehr so fresh. Der ist so wie bei einer Winterjacke mit so einem Innenfutter. Ihr kennt das bestimmt, wenn dann sich so ein Stück Innenfutter in diesen Reißverschluss verhakt. Geil. Und dann reißt du immer und es geht einfach nicht auf dieses Ist auch egal, hoch, runter, immer alles scheiße. Alles kacke, so. Und die verzweifelt da schon. Sagt dann auch Bernd, mach doch mal diesen scheiß Sack auf, hier ist die Sadie drin. Und der King, da hörst du schon so, yeah, was geht da draußen ab? Der findet dann eben alles geil. Sally sieht aber noch aus dem Augenwinkel, wie Bernd schon die Axt erhebt. Und sie sagt, nein, Bernd. Und versucht selber, sich nochmal an diesem Zipper. Sie muss einen Stärketest schaffen. Sie hat Stärke 5. Er hat eigentlich schon die Axt sauste vom Himmel. Sie hat noch schnell die Bratpfanne dazwischen gehalten. Und die Bratpfanne reicht, um die Axt aufzuhaben, weil es ja meisterlich mit Stahlschichten und so, wissen wir ja, Fallstahl. So. Sie zieht an dem Reißverschluss. Test gegen die 10 mit Stärke 5. Nicht erfolgreich. Der Reißverschluss bleibt zu. Bernd holt wieder aus. Weil ihm das voll auf die Eier geht alles. Und es dauert auch alles schon so lange. Das ist für seinen Geschmack alles irgendwie nicht... Ja. Linke Hand voller Scheiße war im Klo, alles irgendwie kacke. Mal schauen, ob er durchkommt. Könnte ja sein. Mit der Axt? Mit der Axt. Okay. Gut, das heißt, wir werden jetzt einfach mal, es geht nicht darum, dass man Lebenspunkte verliert, aber wir werden mal Bernds Milliwert gegen den Milliwert, weil sie versucht ja mit der Pfanne dazwischen. Bernd hat aber einen höheren Mili als Sally. Das heißt, deine 6 gegen meine 5, du kriegst plus 1. Aber die Bratpfanne hält, Junge. 9 gegen 7. Schnauzt den Bernd an. Verpiss dich, Junge. Lass die Scheiße. Sie versucht es wieder. Er ist vor sie. Versucht es wieder. Ja, Bernd voll den Hals. Auf die 5 oder besser. Sie kriegt diesen Scheiß Reis. Wir haben es gerade gesagt. Ihr kennt das von den Jacken. Es geht nicht. Bernd holt aus. Er versucht es. Schubst auch die Sally weg, weil dem geht das voll auf die Nüsse. Aber die epische Bratpfanne hält diese Axt auf. Kein Problem. Sally versucht es erneut. Und Fussi, was ist denn da draußen los? Ist doch da diesen Zipper. Und der King wieder so, was ist da draußen los? Ja, ist cool hier. Der Reißverschluss öffnet sich nicht. Bernd, total aggro, holt erneut aus. Zählt die 8? Klar zählt die 8. Kommt mit der Axt durch. Haut in diesen Sack rein. Oh, jetzt müssen wir eigentlich mal gucken, den Defense-Wert von Fuzzy. Weil sonst ist Fuzzy platt. Fuzzy, wir haben natürlich in weiser Voraussicht den King und Fuzzy ebenfalls dabei. Mit den Profilen, die ihr kennt. Also Fuzzy wäre jetzt eigentlich von der Mutanten-Warband, wohingegen King noch von der Karawane ist, aber... Fuzzy bis Uzi. Genau, das passt alles so. Die haben sich da irgendwann angeschlossen. Läuft so. Mehr müsst ihr nicht wissen. Fuzzy hat einen Defense-Wert von 6. Sie hat auch keine Rüstung tatsächlich. Das heißt, Stärke 7 gegen Defense 6. Wo habe ich denn meinen Würfel jetzt gerade geschmissen? Ja, okay. Was machst du? Ich mache Bernd. Okay. Er kommt aber nicht durch. Kommt nicht durch. Dafür ist der kommt Sack er auf. Aber genau durch den Sack. Der Sack ist auf und herausgeklettert kommt die liebliche kleine Fuzzy. Und hält natürlich Bernd sofort die Knarre an den Kopf. Was soll das? Was soll die Scheiße? Mama, was macht der da mit mir? Und Bernd so, oh, du bist da drin. Ich habe mich schon gewundert, was für ein lustiger Sack der sprechen kann. Ein Sprechsack. Boah, da fällt mir gerade ein. Kennst du das noch aus den 80ern? Das waren so die ersten lustigen elektronischen Gimmicks. Das war so ein kleiner Sack. Der Lachsack. Der Lachsack. Klaunasen, dann drückst du da drauf und dann... Aber so ganz schlecht auch irgendwie. Fällt mir gerade ein. Ja. Voll geil. Waren auch cool. Mega. Voll viel Batterien gefressen, aber irgendwie konnte gar nichts. Hätte man lustig gelacht. Ja, total lustig. Ja, ja, also Fuzzy ist draußen. So. Der King will einfach mitmachen bei der Party. Und spielt mit der Gitarre in dem Sack. Und? Er hat auch keinen Bock auf diese komische Nummer, die da nebenan abgegangen ist. Deshalb steht er einfach aus dem Sack auf, befreit sich selbst. Man fragt sich, warum er das nicht schon die ganze Zeit gemacht hat, um vielleicht zu fliehen. Aber da ist der King. Das heißt, die vier wandernden, suchenden... nicht Raider, sondern die vier Leute aus der Karawanentruppe
sind endlich wieder vereint. Fast unversehrt. Sally hat ja einen Lebenspunkt verloren. Unten, die Etage ist leer. Man hört jedoch von oben weiterhin Dr. Hans Folter. Ihr habt zwar die Tür geschafft, aber mich kriegt ihr bestimmt nicht. So, und Fussi natürlich. Boah, der Wichser, der hat mir auch noch in die Möpse gepackt. Ich habe das voll gemerkt. Die K.O.-Tropfen haben noch nicht ganz gewirkt. Da war das schon an meine Möpse dran. Ich will den töten, den Penner. Lass uns ihn umbringen, Mutter. Mutter natürlich, wie, der war an deine Möpse, boah, den mach ich kaputt. Bernd, du bist nur mit einer Cola. Hier, der King auch so, ey, Bernd, ja, Cola, immer geil. Und die beiden Weiber sagen, boah, ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen jetzt hier mal den Typen hier ans Folter und so. Ja, wo ist mal hier die Cola und so. Ja, oh, ja, geil, eine Cola, immer geil und so. Weil ihr im Sack heiß, ich hab Durst. So, nix, wir müssen jetzt hier uns, so, ja, Fussi hier so knabbert an. Wir gehen jetzt, Leute, wir bringen den um. Okay, lassen sich überzeugen und dann gehen die. Wie es weitergeht, sagen wir euch gleich. So, unsere kleine Warband ist ein Stockwerk höher. Ja, da unten waren sie gerade, sind jetzt hier hoch. Auf einmal sehen sie hier Hans Dr. von Folter. Oder Dr. Hans Folter. Man weiß es nicht genau. Genau, man weiß es nicht genau. Und dieser, lacht sich kaputt, ihr kriegt mich nicht, drückt an seiner komischen Funktasche irgendeinen Knopf, in dem Moment macht es einen komischen Sound, bzzzt. Hier geht eine Tür runter, abgesperrt, alle schon so, boah, scheiße, was geht hier ab, und er, wir sehen ihn noch gerade, wie er sich mit Gekicher hier verpisst, ein Stockwerk höher. In dem Moment gehen diese Türen alle elektronisch auf, alle gleichzeitig natürlich, ja, auch mit einem Sound. Tür geöffnet, aber alle so ganz leicht versetzt. Tür geöffnet, ja, Tür genau. Geöffnet, so. Alle Türen sind auf. Der Trockkönig, also wir vermuten, dass es einer ist, denn sowas Ähnliches hat man schon mal gesehen im Westland, geht ganz entspannt durch diese Tür. Und was noch passiert, wir werden das wieder randommäßig machen, es spawnen ein paar Zombie-Leibwachen. Beziehungsweise nicht Zombie-Leibwachen oder Trocks. Wahrscheinlich sind es Trocks, Anhänger des Trockkönigs. Vielleicht sind es auch nur Zombies, wir müssen mal gucken. Weil das Problem ist nämlich, dass Trocks vielleicht ein bisschen hart werden. Wir haben uns nämlich überlegt, W4 pro Raum. Allerdings, ich würde sagen, wir würfeln kurz die beiden W4s aus. Wir haben überhaupt, Bro. Ja, mach mal. Wir würfeln die beiden W4s aus. Bauen alles auf und kommen dann wieder. Genau. Wir zeigen euch nur kurz die W4s. Also für den Raum. Für den Raum. Natürlich 4. Oh. Und für den anderen Raum 3. Boah, das ist ja einfach. Ja, ja, klar. Plus ein Trock. Ja. Ja, mega. Wir bauen auf und kommen dann gleich wieder zurück. So, wir haben alles aufgebaut. Möbel stehen auch drin, weil wir ja gerade irgendwie so ein bisschen nackt. Hier sind die 3 Zombies. Hier sind die 4 Zombies plus den Trockking. Die haben sich jetzt alle schon mal irgendwie formiert, bla bla. Und fertig gemacht. Und wir haben jetzt, sind erstmal am Start. Ja, wir haben uns das ja selber so ausgesucht und haben festgestellt, dass das, glaube ich, ultra hart wird. Vor allen Dingen, weil jetzt überall die Türen auch offen sind. Haben uns gerade so ein bisschen beraten, was wir machen, weil wir jetzt ja auch nicht cheaten wollen oder sowas, weil sonst bringt das Spiel nichts. Wollen aber jede Möglichkeit natürlich nutzen, die uns bleibt, damit wir nicht von allen Seiten angegriffen werden. Und da haben wir gedacht, machen wir das so, wie wir das schon mal hatten in dem Spiel, wo Deli gegen die andere Warband hier, gegen die Judges, ja. Genau, die da in den Puff hier, hier, wie hieß er nochmal? Atomic Pussy, genau. Wollten ja in den Atomic Pussy rein, in den Batweb. Und da hat ja der Roboter vom Deli noch im letzten Moment, oder bevor die angegriffen haben, nochmal so einen Schreibtisch vor eine Tür geschoben, damit die da erstmal nicht auf Nahkampf so reinkommen. Das ist uns gerade eingefallen, das wollen wir jetzt auch machen. Wir versuchen jetzt gleich mit einer hoffentlich doppelten Aktivierung an diesen Spind zu kommen und wenigstens hier mal zuzumachen, damit die Zombies nicht von hier angreifen und von da angreifen, sondern dann können wir uns vielleicht hier so verpissen und ne, wenn die Zombies nämlich alle hier nur in dieser Tür so stehen, dann sind nicht so viele auf einmal, dann versuchen wir die mal so The Walking Dead mäßig einen nach dem anderen so wegzuschnetzeln.
So, und deswegen fangen wir mal an. Genau, nämlich mit dem King, weil der am weitesten vorne steht. Der King hat einen Metal-Wert von 6 tatsächlich. Er hat den besten Mittelwert von allen. Warum hat er das? Weil er der King ist. Keine Ahnung. Er hat einen Mittelwert von 6. Er aktiviert auf die 4+. Erfolgreich. Hat 2 Aktionen. Also mit einer geht er an den Spind. Erste Aktion Bewegung. Er geht bis an den Spind. Macht das doch klugerweise so, dass nächster, wenn er es verkackt, könnte. Ja genau, versucht ihn zu ziehen. So, ja genau. Außerdem ist der King eh ein Showman. Der will auch mal gucken hier, was da so alles am Start ist. Ja, der lacht ja auch noch an. So, yeah, geil. Ja, immer noch mal einmal über die Klampfe drüber, weil warum nicht? Okay, und jetzt versucht er, den Spind zu ziehen. Ja. Mit einem Stärketest. Er hat eine Stärke von 4 nur. Das, was gar nicht stimmt, er hat eine Stärke von 5. Ranged und Melee hat er 4. Stärke von 5. Das heißt, eine 5 brauchst du, um den erfolgreich zu ziehen. Aber durchaus normal gegen die 10. Also es gibt keinen Grund, warum das erleichtert oder erschwert werden soll. Ne? Okay. Das heißt, auf die 5 plus zieht er den Spind darüber. Jetzt kommt Junge. Nein, das ist eine 1. Oh, Scheiße. Der King hat es nicht geschafft. Nee. Das heißt, wahrscheinlich am besten Bernd versuchen, ne? Weil auch Bernd mit einer Aktivierung. Ja, an den Spind kommt der locker. Also 2 Zoll, 4 Zoll sind das ungefähr, um an den Spind zu kommen. Das heißt, Bernd müsste erfolgreich aktivieren. Ja. Tut er gerade. So, also erste Aktion, er bewegt sich darüber. So, jetzt muss ich irgendwie, ich versuche den da mal so hinzustellen. Vielleicht mit dem kleinen Base könnte sie es gleich noch, könnte es noch schaffen, dazwischen ja zu gehen. Ich finde aber bei ihm, denn auch er hat nur, hatten wir ja vorhin schon bei dem Seil, nur einen unmodifizierten Stärkewert von 5 und die Waffe bringt da nichts. Da er aber auf jeden Fall definitiv stärker ist als zum Beispiel der King, würde ich bei ihm das wieder machen, dass er nicht gegen die 10, sondern gegen die 8 oder von mir aus 9 den Wert machen muss. Was meinst du, 8 oder 9? Ist schwieriger als das Seil zu ziehen? Oder leider? Ja, gut, der hat mit dem Seil die Tür ausgerissen, ne? Ich will ja nicht, dass man denkt, wir cheaten hier. Ungerade auf die 9, gerade auf die 8. 9. 9, okay, das heißt, er muss mit seiner Stärke von 5 gegen die 9 würfeln. Also auf 4 plus schafft das. Mit dem Tritt. Hätte das also der tritt quasi diesen Spind, um den Kindern auch zu zeigen. Hier, du Spasti, kriegst du nicht mal diesen scheiß Spind hier. Bam! So davor, dass die Tür zu ist. Mega, Junge. Das ist geil. Boah, ja, das finde ich richtig geil jetzt. Mega fett. Okay. So, den hat er da hingetreten. Voll geil. Ja, dann sind jetzt hier noch Fuzzy und Dingens dran. Und Sally, genau. Wir haben uns gerade ja eine mega geile Taktik überlegt, nämlich dass wir uns quasi in den Raum zurückziehen und einfach die Tür bewachen. Ne? Wir gerade gehört haben, Walking Dead mäßig einfach mal ein nach dem anderen. Deswegen sollte, denke ich, Fuzzy zuerst, weil sie näher auch an der Tür sind, die Sally da vorbeilaufen, schafft es vielleicht nicht. Ich taktiere gerade noch ein bisschen anders. Mhm, nämlich? Ich warte hier entweder mit Mutter oder nicht an dieser Ecke. Weil ich mache auf Hold. Und hast mit der Maschinenpistole, ja. Okay, pass auf, dann machen wir folgendermaßen. Und die Mutter könnte noch ein Messer werfen mit Stärke 6. Beziehungsweise, nee, was hat sie für eine Stärke? Plus 1 ist das? Ja, doch, ist dann Stärke 6, 5 plus 1. Doch, ist gar nicht falsch. Pass auf, ich aktiviere mal eben die Mutter, also Sally. Ich guck mal, wie es so aussieht. Moment, das ist ein W8. Das ist der W10. Erfolgreich aktiviert. Okay, so, ach Mist, ich dachte, ich kann bewegen und hold. Das geht nicht. Wenn ich direkt auf hold gehe, könnte ich... Okay, die haben ja alle nur eine Aktion, ne? Richtig. Und keine Sichtlinie. Kannst du Messer auf hold dann werfen? Sollte so sein, ist wie eine Schusswaffe, warum nicht? Weil die steht dann da quasi so. Hat das Ding, genau. Ja gut, also okay, machst du das. Dann bleibe ich stehen auf Hold, weil selbst wenn, also die haben ja nur eine Aktivierung. Ja. Und da sie eigentlich nicht direkt angreifen können, selbst wenn sie es könnten. Der kommt ja nicht doch, ran, dann, oder? Kommt ja, er ran? Ganz knapp würde er, glaube ich, rankommen. Kann man schwer messen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nicht schafft, weil die müssen um die Ecke. Außerdem ist er, hat sich ja auch irgendwie da durchgequetscht. So, ne? Was aber kacke ist, dass Fuzzy jetzt nicht auf Hold gehen kann, weil Mutter davor steht. Doch, sie könnte auf Hold gehen, denn wenn ein Zombie hier rumkommt, hat sie dieses Schussfeld. Stimmt. Oh, das müssen wir dann aber gleich mal auswürfeln.
ungerade Gerade oder so. Genau, wir haben ja schon mal gesagt, wenn oder haben wir in unseren Spielberichten bisher immer so gemacht, wenn jemand nicht in Sichtweite ist oder zu weit weg, dann wird er zufällig bewegt. Da die jetzt natürlich alarmiert sind und hier auch noch der König ist, der die alle da immer in den Arsch tritt und irgendwie voranschiebt, gucken wir im Prinzip nur, wie du sagst, ob da die hier durchkickt oder da oder so. Ne? Beziehungsweise je nachdem, wie es geht, weil würde er zuerst aktivieren, könnte er ja nichts machen. Also eigentlich müsste der da und der da durchgehen, oder? Weil sonst, wie soll das funktionieren? Wir können ja bei den beiden sagen, der hier durch und hier machen was random. Weil er hat überhaupt gar keine andere Wahl. Oder die knubbeln sich da. Ich meine, es sind Zombies. Kennt ja so Walking Dead, wie das läuft. Wenn die da alle, ne? Ja. Ich fände random geiler. Vielleicht laufen die auch gegeneinander. Das sind halt Zombies. Sonst wirft er ein W4, 1, 2, 3, 4, wer aktiviert wird. Genau, welche Reihenfolge. Aber erstmal musst du gucken, ob Fuzzy überhaupt auf Hold gehen kann. Gucken, ob du sie erfolgreich aktivierst. Tue ich. Ja, denn du brauchst zwei Aktionen. Ne? Mit der ersten Aktion gehst du auf Hold und dadurch hast du quasi gleich die AP. Okay, das heißt random. Also die zielt dahin, Mutter genau. Zielt dahin. 1, 2, 3, 4. Also wir gehen erstmal, geht's nur um diesen Raum, ne? 1. Also er? Er aktiviert zuerst. So, und jetzt machen wir random, ob diese oder diese Tür. Nehmen wir mal den W8. Gerade diese Tür und gerade diese Tür. Ja. Gerade ist also diese Tür. Das heißt, er kommt hier raus und in dem Moment, wo er da rauskommt, wirft die Mutter das Messer. Weil das sind locker 6 Zoll, also unter 6 Zoll. Ich habe einen Ranged-Wert von 5, was gar nicht so schlecht ist. Ich habe mich nicht bewegt und so. Er hat sich auch nicht doppelt bewegt. Also bleibt es bei der 5 plus zum Treffen. Ja, deswegen gucke ich mal, ob ich ihn treffe. 5 plus. Ja, jo. Ist ein 6. Ich treffe ihn. 6 gegen 7. Habe, genau, Stärke 6 gegen Defense 7. Ich würfe für Sally eine 9, was sehr geil ist. Du kannst für den Zombie einmal kurz würfeln. Scheiße, ein Crit. Das heißt, wieder das Messer im Auge, aber wieder nichts passiert. Aber der geht jetzt nicht weiter, er verstopft die Tür quasi gerade, weil er ja dadurch... Ja, ich weiß gerade nicht, wie das ist, wenn man bei Hold unterbrochen wird, ob der die Bewegung beendet oder nicht. Ja, aber hat der denn, ist der Charge unterbrochen, oder? Nee, er hat ja eigentlich gar nicht gecharged, weil er hat sie ja nicht gesehen, also er ist erstmal hier rausgelaufen. Also, okay, also 1 Zoll und jetzt kann er noch 4 Zoll laufen, ja? Ja. Oh fuck, das ist fast dran, Junge, das ist hier. Das heißt, nochmal so eine... Okay, ich habe eh kein Messer mehr, also müssen weg da. Ja. Ich zumindest. Okay, wir würfeln wieder mit dem W4, welcher Zombie als nächstes aktiviert. Eins wird wiederholt. Eins wird wiederholt. Die 2. Okay. Und der W8 für gerade, ungerade. Könnte natürlich auch mit einem anderen Würfel, aber auch haben wir mal einen W8 eingesetzt. Gerade, also auch diese Tür. Das heißt, er läuft ihm hinterher im Prinzip. Ne? Genau, ja. Dann ist das jetzt 1, 2, das ist 3, 4. Ja. Also der Zombie. Ja. Gucken, welche Tür. Das ist auch die gerade Tür. Also der läuft auch da vorne hinterher und Massen irgendwie. Okay, dann aktiviert der letzte Zombie. Wir gucken, durch welche Tür. Tatsächlich die ungerade. Cool. Das ist echt cool, denn er läuft da so rum. In dem Moment, wo er ins Sichtfeld kommt, kann Fuzzy schießen. Leider kann sie nicht bursten. Weil Burst ist ja, wenn du alle AP in Schießen steckst, ja. Was ja nicht der Fall ist. Aber egal, einmal ein Schuss in die Schnauze. Was für ein Range-Wert? 5 oder was, ne? Das erste ist Melee. Also sie hat Melee 4, Ranged 5. Also auf die 5 plus. Und wo ist der? Da? Ja. So. Stärke 6. Pistole, genau. Hat Stärke 6. Defense 7. Gegen Defense 7. 7? Gegen den Zombie mit einer... Mit einer 9 sogar. Ja. Das heißt, auch der hat eins ins Auge gekriegt, aber ist auch egal. Ja, und läuft weiter, ne? Ja, wobei, da müssen wir gucken, wie viel Zoll, weil der war 3. Ja doch, das ist sogar ziemlich richtig. So ungefähr steht er. Ja. Wir müssen den Rest noch bewegen, da diese Zombies hier keinen anderen Weg haben, als hier lang zu laufen. Aber wir machen mal die Reihenfolge, weil wenn es die zuerst aktiviert, kommt sie vielleicht nicht durch. 1, 2, 3, 4 wird wiederholt. Die 2, er zuerst. Okay, aber er kann vorbeigehen. Es sind 4 Zoll bis da und 1 Zoll dahin. Steht er ungefähr hier. 1, 2, 3, 4.
3,4 ist die Dicke. Ich glaube, die passt aber, ne? Ja, die passt. So, und er kann halt nur hier hinziehen. Der Trockkönig schließt sich dem Kampf an oder hält er sich zurück? Weil der ist nicht so doof wie die Zombies, ne? Also ist ja der Leibwächter von Hans Folter und... Ich weiß nicht, meinst du, der geht gerade schon... gibt der Gas, okay. Gerade bleibt er. Gerade? Ja. Das heißt, er chillt noch eine Runde an der Jukebox und... genau, legt doch mal eine Platte auf. Genau. Bolero. Genau, das geht jetzt da voll ab. Und so dramatisch. Boah, der hat auch noch so die Intelligenz und hat... boah, es hat einen Drecksack. Man sieht es auch an seiner Frisur, dass er eigentlich so ein Bolero-Typ ist. Ja. Also wer Bolero nicht kennt, gebt's einfach ein. Genau, wir schaut ein. Habt euch das Spaß. Ist ein klassisches Lied, was sehr... sehr leise, ist mit einer hohen Dynamik das Lied, also es sind sehr hohe Laut- und leise Passagen drin. Auf jeden Fall mit einer Querflöte oder mehreren leise und dann wird es immer dramatischer und immer lauter. Ne? Und das nutzt er natürlich hier, um die ganze Situation anzuhalten. Das passiert gerade. Also wenn ihr das direkt bei YouTube eingibt, am besten ihr guckt das, also ihr lasst das laufen parallel jetzt gerade zu dem Bettchen. Dann habt ihr Spaß. Oha, ja. Weil so. Wir können es, glaube ich, nicht runterlegen oder wir müssen eine GEMA-freie Version finden. Das könnte vielleicht sein, aber das versuchen wir mal. Also wenn es jetzt nicht läuft, jetzt gerade in diesem Moment, haben wir keine Version gefunden. Okay, die sind fertig komplett mit ihrer Aktivierung und Bewegung. Das heißt, wir sind wieder dran. Jetzt ist echt die Frage, was wir machen. Das Scheiße, dass das nicht andersrum ist, weil hier bürsten wäre geil, denn es gibt ja so eine Regel, wenn mehrere Wunden auf ein Ziel sind und ein anderes ist in 3 Zoll Entfernung, kann man das durchaus auch noch treffen. Also man kann das ansagen, dass man eben auf diese beiden Ziele schießt oder so und dann ne, alles, was hier nicht mehr verwendet wird, geht dann weiter. Aber sie hat nur ihn. Also ich würde eins machen. Wenn ich jetzt was sagen könnte, wäre das so. Verpissen nach hier hinten. Mhm. Die beiden so weit vorne, wie es geht. Die dahinter. Dann die schaffen das nämlich nicht bis 6 Zoll ran, glaube ich. Müssen wir gleich mal messen. Und haben auch wieder keine Sicht, wenn wir da alle hinterstehen. Also können sie nicht chargen, weil man kann eigentlich nur chargen, wenn man eine Sicht hat. Richtig. Wobei, ne, wir sind ja hier in einem besonderen Szenario. Wir haben das ja vorhin auch schon mal gemacht. Die wissen, dass wir da sind. Und es sind Zombies. Die stolpern so oder so in den Raum. Ist das scheißegal. Ich auf jeden Fall können wir dann, Idee. Ja, okay. Aber also, du weißt, was ich meine, dass wir nochmal die Schusswaffen nutzen könnten. Ja, in den Raum zurückziehen, dabei nutzen. Wenn wir jetzt Fusi als erstes aktivieren und als erste, also zwei Aktionen kriegen, einmal schießen und danach zurücklaufen, dann ist ja hier vorne noch alles frei. Ne? Vielleicht kriegen wir einen gekillt, wäre cool. Wenn nicht, dann halt nicht, stehen wir hier. Sally kommt auch noch rum und die beiden blockieren tatsächlich die Tür, denn sie hat nur noch einen Lebenspunkt. Und er überlebt, dann werden wir von ihm auf jeden Fall gecharged. Aber wenn wir uns vernünftig hinstellen, ist es halt so. Und wenn wir wieder dran sind, können wir das tatsächlich machen, dass Fusi vielleicht durch die beiden immer so ne, schießen kann. Der King kann ja theoretisch auch noch schießen, fällt mir gerade ein. Deswegen meinte ich ja. Mit der Waffe nutzen. Ja. Also was machen wir? Wir gucken erstmal, ich würde sagen, wir fangen mit Fusi an, ob sie zwei oder eine Aktivierung hat. Weil ich glaube, wenn sie eh nur eine hat, dann musst du da einfach nur weggehen oder so. Oder? Würfel doch mal für Fusi. Er aktiviert sowas von erfolgreich mit Crit. Ja, und dann würde ich sagen, einmal schießen, einmal gehen. Oder willst du lieber zweimal gehen? Aber guck mal, mit Movement, ich glaube, von 5. Das ist ab hier. Also du kannst dir geiler wäre gewesen, wenn die alte weg wäre, ja, hätte ich mich da reinbürsten können. Ja, nur zum einen, wo soll sie hin? Weil, ehrlich gesagt... Nach da. Aber ist auch kacke. Ja. Okay, ich schieße jetzt auf den Zombie. Also einmal schießen. Range, was hatten wir? 5, ne? Also auf 5 plus. Habe ich. Trifft. Stärke. 6 auf 7. Ich habe eine 7, du plus 1. Und Ausgleich. 7. Scheiße. Die zweite Aktion. Wir handeln jetzt sowas wie die Schusswunden und so auch einfach direkt ab, weil wir wissen ja und ihr wisst ja auch, das ist ja normalerweise dann erst, wenn eine Aktivierung nicht erfolgreich ist, aber da wir hier ein Szenario zocken, machen wir das direkt. Ja, zweite Aktion, was macht für sie? Ja, ich verpiss mich nach hinten. Ja, also da, so, dass sie vielleicht nachher direkt schießen kann. Vielleicht kann sie hier aufs Sofa gehen. Ja. Wäre da minus ein
Gelände, aber weil das eh weniger als 6 Zoll sind. Ja. Also ich drehe sogar weniger als 5 Zoll. Also wir platzieren das gleich mal vernünftig, dass es auch wieder richtig aussieht, aber ja, ihr habt verstanden, was wir machen wollen. Oh, geht das? Sofa eben umgekickt und dann da drauf. Scheiße. Stell sie kurz davor. Wir machen nein, das sie macht es wie in einem schlechten Western hinter das Sofa, obwohl die nicht schießen können, aber sie hat dann leichte Deckung. Boah, hier ist alles umgefallen. Also wir machen jetzt mal eben kurz Pause und dann... Mir schläft auch der Arm ein hier mit dieser Kackkamera die ganze Zeit. Also wir sehen uns gleich wieder. Das sind aber spezielle Mandelspekulatius. Mhm. Noch vom Weihnachten. Ja klar. Bro, weißt du, wie spät es ist? Ich schaue mal gerade auf meine Watch. Mhm. Ja, weiß ich. Ich nämlich auch. Als wir hier heute begonnen haben, dachten wir machen ein kurzes Game. Einfach mal so auf Spaß und Dings und schnell. Mhm. Ja, jetzt sind aber schon seit diesem Zeitpunkt ungefähr 3,5 Stunden um. Richtig. Und wir sind noch nicht am Ende. Möchtest du denn aufhören? Ja. Was? Bist du denn auch, Alter? Was fragst du so eine Scheiße? Natürlich. Das geht doch jetzt ab hier. Ja, sicher. Jetzt geht's gerade richtig ab. Und Fuzzy hat sich erfolgreich hier hinten hin zurückgezogen. Der Spin steht auch wieder. Wir hatten gerade lustige Überlegungen nochmal, aber wir müssen erstmal gucken, wie es weiterläuft, denn wir haben noch 3 Figuren zu aktivieren. Unter anderem Sally, Bernd und den King. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Also Sally muss auf jeden Fall da weg. Sie kann auch nicht mehr schießen oder werfen. Bernd hat sogar auch noch ein Messer zum Werfen, ne? Sally muss da weg und ich beschließe auch, dass wir einfach diesen Spind, obwohl es nichts bringt, umwerfen. Ich weiß auch genau, wer das macht. Der King? Nee. Bernd. Bernd. Der tritt jetzt einfach alles weg. Ja, der ist auch noch angepisst. Der hat nämlich jetzt gerade schön den Spindschrank da alleine hingeschoben. Und dem King gesagt, so wird das gemacht, King. Der King nur als Reaktion, wieder so einen geilen Hüftmove. Und Junge, das geht ihm so auf die Eier. Der kickt das Scheißding jetzt einfach da vor die Tür. Doch zuvor holen wir erstmal Sally in den Raum. Sally aktivieren auf 5+. Nicht erfolgreich. Eine Aktion. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Jetzt müssen wir nur mal vernünftig messen, dass sie nicht blöd im Weg rumsteht. Weil Sally kann im Moment am wenigsten eigentlich machen. Sie könnte quasi hier hin. Dann kann sie direkt drüber schießen und die anderen können davor. Das ist doch gut. Sally, wie eine Mutter das nun mal so tut, stellt sich beschützend vor ihr Kind. Mit der Maschinenpistole. Und ich würde sagen, Bernd ist dran. Bernd. Er hat nur eine Aktion. Das heißt, Bernd wird sich wahrscheinlich... Also jetzt ist die Frage. Wird Bernd sich da ins Schuss- und Kampffeld begeben oder trippt er einfach dieses scheiß Ding da rum? Ich würde sagen, wir würfeln es aus, oder? Lass mal eben messen, was mit dem Zombie ist. Oh, der kann chargen. Nicht, wenn der Spind da liegt, weil dann muss er minus 1. Dann kann er nicht chargen. Also wäre das gar nicht so schlecht, weil dann kommt der nicht bis hin, wird genau in der Tür stehen bleiben, verstopfen. Und dann können wir richtig drauf. Ja. Jo, das ist perfekt. Also versuche ich mal mit dem Stärketest das Ding wegzukriegen. Ja, Bernd ist schon eine intelligente Sau. Was hatten wir, um die Spindwand zu verschieben, musste er gegen die 8 den Stärketest schaffen. Jetzt kickt er das Scheißding einfach weg, also gegen eine 9 musste er das da schaffen. Ja. Deswegen würde ich hier sagen, gegen eine 8. Ja. Also er hat Stärke 5. Gegen eine 8 so locker. Ein 3 plus hätte gereicht. Das heißt, der kickt das Scheißding um. Deswegen ist dann auch das Ding auch so ein Arsch. Hat sich auch entsprechend verformt, weil der ist da voll abgegangen gerade. Jetzt liegt da schwieriges Gelände im Weg. Also man kann natürlich, wir hatten vorhin nämlich mal überlegt, das Ding davor, dann können die nicht da durch, wir können überschießen, ist natürlich Quatsch, die können ja drüber laufen, aber erschwertes Gelände. Wie ihr wisst, über Scrap oder Rubble wäre was immer... Doppelte Zollzahl. Also genau. Wenn du 5 Zoll Bewegung hast, gehst aber 2 Zoll über Rubble, kommst du halt nur, brauchst du schon 4 Zoll von deiner Bewegung und hast dann noch einen über. So. Ja. Okay. Ich würde aber auch sagen, wir würfeln auch wieder random aus, in welcher Reihenfolge die aktivieren, oder? Ja. Hat man nämlich gerade auch. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zombies mit dem Trocking. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen den W8. 8 ist der Trock. Ansonsten, so wie ich gerade durchgezählt habe, der W8 ist das da.
als erstes aktiviert. Die 8, der Trock. Ich würde sagen, wir gucken wieder, ob er noch eine Runde abdanced oder schon eingreift. Wie haben wir es gerade gemacht? Ungerade. Okay. Ungerade danced er noch, gerade läuft er los. Er danced. Okay, der bleibt stehen. Macht ihn mal so ein bisschen hier so Der findet das auch alles geil. Bolero, ja, jetzt geht das ja gerade richtig ab. Wenn ihr den Sound angemacht habt, wisst ihr Bescheid. So, okay. Jetzt haben wir noch sieben Stück. Wie machen wir das? Ja, weiter dem W8 neu würfeln. Da geht das noch. Eins, das ist tatsächlich er. Er würde jetzt eigentlich die Mar chargen, also die Sally. Aber wir haben das gerade schon gemessen und geguckt. Ja. Nee, ist nicht geil. Wäre noch geiler gewesen, wäre das ein anderer gewesen, weil dann hätte der noch mehr und wäre ein Stück weiter weg. Naja, dann ist es halt jetzt so. Genau, denn ne, kein komisches Geschiete. Also er steht noch nicht in Base-Kontakt mit der Mar. Aber er steht quasi auf dem Spind und guckt einfach mal da rein. Bernd geht da schon wieder auf den Sack. Dem King nicht. Der ist halt relativ latte. Den King haben wir gar nicht. Nee, den haben wir überhaupt gar nicht aktiviert. Ist gut, egal, schade, jetzt steht Pech, der King hatte zu tun. Ja, so. Der war auch wieder so. Der hat hier drin so einen kleinen Spiegel gefunden, wo er jetzt erstmal mit seiner Friede ist. Müssen wir gleich würfeln, ob der da überhaupt wegkommt, weil dem ist so eine Action relativ latte. Ja, der hat Hauptsache die Friede sitzt und die war durch den Sack jetzt gerade so durcheinander. Geht gar nicht. Okay, wir würfeln nochmal. Jetzt kannst du mal ein W6 nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. So, das ist nämlich er. Und er kann jetzt nicht wirklich was machen. Mhm. Steht also. Dann würfel nochmal ein W6. 2 wird wiederholt. Okay, 2 wird wiederholt. Die 3, der dahinter. Kann nur ein Stück aufrücken, aber im Prinzip steht er blöd da. 2 wird wiederholt. 3 auch. Weil die beiden haben wir schon bewegt. Haben wir nicht. Was mit dem Würfel? Junge, die 6, das ist er da ganz hinten. Kann er nichts machen. Ich meine, Junge, das sind Zombies. Aber das ist ja behindert. Findest du? Ja, so kann man nicht spielen, Junge. Okay, dann werden wir an dieser Stelle Folgendes machen. Oh, jetzt auch mal mit Licht. Ihr seht euch was hier so ist. Ja, meinst du nicht? Ich dachte gerade auch was. Also ich dachte auch so, da die jetzt alle so nah sind und es sind zwar Zombies und sie sind doof, aber es ist doch klar, die ganze Karawane läuft da jetzt irgendwie so um die Ecke. Karawane zieht weiter. Genau, und der Koreaner hat Durst. Ja. Ja. So, deswegen... nee, wir müssen ihn normal ziehen. Revidieren wir das von gerade? Das ist blöd. Das hingegen würde ich sagen, machen wir durchaus. Das haben wir auch schon gewürfelt und das ist jetzt auch nicht so unlogisch, wenn man den Bolero hört. Das ist ja das Geile bei dem Spiel, man kann das ja alles so ein bisschen... Ne? Ja, und vor allem auch wieder rückgängig machen und sagen... Jetzt. Und freundschaftlich gestalten, weil wir zocken jetzt ja auch eh nicht gerade gegeneinander, sondern wollen euch eine tolle Story erzählen. Aber selbst wenn man gegeneinander spielt, wir haben das ganz oft, dass wir dann Situationen haben und dann überlegen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, diskutieren das kurz aus und dann wird halt so weitergespielt. Und das hat auch eigentlich immer gut funktioniert. Deswegen, also, die bewegen sich mit ihrer Maximalbewegung, weil das sind immer maximal vielleicht 3 Zoll oder so. Zombies haben ja tatsächlich 5, wie wir letztens erfahren haben. Sind ein bisschen schneller als die von Walking Dead. Das heißt, die Zombies rücken alle auf. Jetzt wäre wahrscheinlich mal so eine Handgranate mit 3 Zoll Radius geil. Haben wir aber nicht. Aber dann bauen sie nachher da irgendwie, weil der Scheiße wirft, das ist ja auch mit Abweichung. Ja. Da kann die auch bouncen und dann schön hier oben gegen und dann kommt die zurück. Oh Gott, ja. Okay, die Zombies sind auf jeden Fall aktiviert. Der King wird sich dann zur Deckung aber in den Spind eben kurz ja, sicher, stellen. Weil er ja nicht doof ist, ne? Ja. Und das ist dann wieder so eine Situation, wenn die dann alle tot sind, alle, die eigenen und die ganzen Zombies, dann geht er schön entspannt da raus, vorher natürlich nochmal gucken, ob die Friese sitzt, hat überhaupt keinen Stress. Aber viel später, wenn die wieder alle weg sind. Ja, ja, klar. Die ganze Zeit guckt er nur immer so durch das Loch. Kommt dann voll mit dem Loot nach Hause wieder und die anderen... Nee, der erzählt dann so, boah, ich habe die alle alleine weggemacht. Ich habe das alles geregelt, die anderen leider draufgegangen. Ich habe sie versucht noch zu retten, aber... Ich konnte nichts mehr für sie tun. Das ganze Gold hat er dann in der Gitarre. Oh ja, geil. Und die Edelsteine. Ja. So, auf jeden Fall haben die Zombies sich bewegt. Die Spieler sind wieder dran. Jetzt ist die Frage, in welcher Reihenfolge wir was machen. Ich hätte eine Idee. Was sind die Viererwürfel? Oder was? Nee, wir steuern die 4 Nummer, ja. Wir können ja gucken. Also ich würde erstmal bursten, weil ich könnte richtig, dadurch die genau, drei hintereinander... Fuzzy aktivieren, schießt über Mar drüber, sieht ihn ziemlich gut. Wahrscheinlich sind sogar beide innerhalb von 3 Zoll zum ersten. Deswegen mal gucken, ob Fuzzy erfolgreich aktiviert. Was sie tut. Das heißt, wenn sie jetzt burstet, könnte sie 3 Schuss da reinhalten. Maschinenpistole hat 12 Zoll, also passt ganz locker. Mein Range war... Range war 5. Okay.
Ja, stimmt. Range war 5. Also der erste. Auf jetzt bitte keine 1. Das wäre richtig kacke. Einer. Einer trifft. Der zweite. Nicht. Trifft nicht. Nicht. Einer trifft. Okay, einer trifft direkt bei dem vorne. Dann würfeln wir den gerade direkt aus, wie wir ja gesagt haben, dass wir es machen. Weil mit dem King willst du da nicht draufballern, ne? Weil das ist der einzige, den er. Oder. Er wird den anderen, glaube ich, nicht mehr. Warte mal, wir haben ja einen Laser. Ja, wobei, ehrlich gesagt, ist das dann jetzt was, was wir uns hier ein bisschen zurechtlegen, weil wir hatten vorhin gesagt, eigentlich würde es ja nicht abgehandelt werden. Ja? Na, da ist die Ecke im. Oh, doch, das geht. Er könnte noch. Ja. Es geht mir nur darum, weil wenn er eh keinen anderen mehr trifft, ist es ja besser, dann nochmal mit reinzuhalten. Genau, nur das wäre jetzt ja was, was wir auslegen zu unserem Vorteil. Wir haben ja vorhin extra gesagt, dass wir die Sachen sofort abhandeln, weil das Szenario. Ach so, ne? Ja. Also deswegen würde ich das jetzt auch sofort abhandeln. Haben wir das gesagt? Du hast das gesagt, bestimmt. Ich habe das wieder hier noch nicht mitgekriegt. Aber ist richtig, dann machen wir das so. Ja. Das ist Stärke 6 gegen Defense 7. Ja. Haben wir mal einen Würfel für mich, dann mache ich den Zombie. Okay, dunkelblau ist der Zombie. Oh, oh, ein Crit. Yeah. Ja. Der erste Zombie ist weg. Fuzzy regelt das wieder. Er stirbt. So, dann aktivieren wir als nächstes den King. Mach mal. Ja. Nicht erfolgreich, das heißt, ich schieße unkonzentriert, einen Schuss Pistole, auch 12 Zoll Reichweite, auch Stärke 6, nur halt eben einen Schuss. Der sollte Range nur 4 haben. Ja, die Statline vom King ist nicht so geil. Okay. Melee, also es ist immer, Move ist 1, Melee, Ranged, Strength, also Stärke im Nahkampf, Metal zum Aktivieren und sowas. Und dann, nee, das ist sein Metal und das sind die Wunden. Moment, was dann ist das? Dann hat der Range aber 5. Ja, aber dann. Move, Melee, Ranged. Stranged, Metal. Die 6 steht da aus ihr. Achso, 6-1, weil es so in der. In unserer App, nicht in unserer App, aber wir haben ja selber so eine Excel-Liste gemacht. Da steht es so. Und Defense steht normalerweise drüber. Ich habe es nur neu aufgeschrieben. Also er hat tatsächlich Metal nur 5. Ich hatte vorhin mal behauptet, er hätte 6. Stimmt gar nicht. Also hat er aber Range trotzdem nur 4. Range hat er also trotzdem nur 4. Ja, das heißt, auf 6 plus zum Treffen trifft nicht. Das ist auch der King. Aber die Waffe ist nicht gejammt bei einer 2. Das heißt, wir haben noch Bernd und die Mutti. Mhm. Die Mutti hat nichts mehr zum Werfen oder Schießen. Bernd hätte noch ein Messer. Allerdings, wenn der sich bewegt und dann wirft, dann hat er. Und der hat einen Range-Wert von 3 oder so, ist mega schlecht. Hm. Oder Bernd macht erstmal die Hütte dicht. Das ist ja nicht so viele. Weil jetzt könnten schon 2 reinkommen. Ja. Er könnte die Hütte ja so dicht machen, dass wenn jemand reinkommt, er direkt wieder im Base-Kontakt mit Mutter und ihm ist, damit der Melee-Wert für uns besser ist. Was ist, wenn der. Guck mal hier, geht das? Wenn wir den hier so stellen. Ja, geht auch. Dass Fuzzy gleich vielleicht wenigstens noch dran vorbeibürsten könnte. Nicht in den Nahkampf, sondern in denen dann dahinter, wenn sie eine Sichtlinie hat. Haben sollte, weil durch Modelle durch. Ach, das geht alles nicht. Geht ja eigentlich. Ich mache einfach dicht hier, glaube ich. Aber ich gucke erstmal, ob ich ihn aktiviere. Ja. Vielleicht könnte ich ja wirklich einmal laufen. Du könntest auch auf Hold gehen, wenn du zweifach aktivierst und als Reaktion in dem Moment, wo der Zombie da durchkommt, chargen. Das geht. Ja. Aber du brauchst zwei, also du musst ihn erfolgreich aktivieren. Nicht. Tue ich nicht. Schade, wäre geil gewesen. Okay, gut, dann kann er halt einfach nur dicht machen. Wie gerade gesagt, weil da brauchst du die zweite Aktion. Das heißt, Bernd, heldenmutig, stellt sich vor Sally, blockiert alles, was aber auch gut ist, weil die Zombies jetzt sowieso chargen. Ja. Und ich würde sagen, wir würfeln nur kurz aus, ob der Troc weiter danced oder endlich mal was macht. Auf ungerade Dancer. Bolero ist geil, Junge. Der danced. Mega. Wahrscheinlich geht er auch da voll ab und die checken da. Ach, die checken es eh nicht. Okay. Der hört ja auch noch, dass genug Leben irgendwie. Ja, da ist noch Action machen. Und so, die regeln das schon. Als erstes, chargt er. Chargt der Zombie so, dass ein zweiter daneben passt oder chargt er? Muss mal gucken. Oh, Tür, die darf natürlich jetzt nicht hier. Also, das und heißt, er könnte so nur. Ja. Und auf 400 geht. Ja, aber jetzt hast du den wieder in die Tür geschoben. Ne? Aber ist egal, machen wir. So, geht weil einfach. Mit den Bases. Haben wir ja schon mal gesagt, dass das so ein bisschen. Rücken wir direkt nach, oder? Ja, alles nachrücken, voll das Gemetzel. Ja.
Gut, das heißt, er hat gecharged in Nahkampf und er hat gecharged. Das heißt, der erste Zombie, er kriegt plus 1. Er hat eigentlich Mili 4, hat jetzt Mili 5 gegen deinen Mili-Wert von 6. Das heißt, du machst Bernd. Bernd kriegt plus 2, das ist ein Crit. Sofern der Zombie nicht einen Crit schafft, wobei das ist egal, selbst dann hätte Bernd verteidigt. Okay, nix. Der zweite Zombie, selbe Spiel. Diesmal hat der Zombie einen Crit und trifft den Bernd. Der Zombie hat aber nur Stärke 5. Bernd hat Defense 7. 6. Ja, gegen einen Crit. Okay, ja. Nichts passiert. Der Bernd hat alles weggesteckt, gar kein Problem. Dann geile Lederkluft an. Okay, das heißt, die Aktivierung ist erfolgt. Wir sind wieder dran. Wir können jetzt nicht viel machen. Na, geht. Also, du kannst mit Bernd anfangen und entweder da reinkloppen oder du kannst mit Bernd auch versuchen, dich aus dem Nahkampf zu lösen, damit die anderen schießen können. Allerdings ist es nur das Burst. Geil wäre, wenn du zwei Aktivierungen schaffst, dass du einmal schlägst und einmal versuchst, dich zu lösen. Oder? Ja. Oder sollen wir... Aber sonst muss er die ganze Zeit alleine kämpfen. Komm, hier. Erfolgreich aktivieren. Der matcht da jetzt voll rein. Zweimal. Okay. Der macht die erste Reihe platt. Einmal auf ihn. Nimm mal den Würfel bitte. Nichts. Nee. Zweite Mal. Selbe Zombie. Jetzt hat er, weil er hat einen höheren Mili-Wert. Er trifft ihn. Stärke 7 auf 7. Eine 8. Eine 8 für den Bernd. Eine 3 für den Zombie. Den einen hat er weggeklatscht. Mega. Was aber direkt zur Folge hat, dass gleich wieder einer nachzieht. Ja, jetzt ist nur die Frage, was machen wir mit dem Rest? Im Moment können wir nicht wirklich was tun. Wir können... Würfel mal, ob du Fusi erfolgreich aktivierst. Ich hab eine Idee, oder? Oh ja, was denn? Wir können den Spind wieder wegschieben. Und einfach da hinten rum. Aber jetzt muss King das schaffen, den Spind wegzuziehen. Dann könnte er wenigstens von hinten da... Oh, ja, der richtig. Trock hier, Alter. Egal, wir müssen die eh alle kaputt machen. Und weißt du, dass er jetzt alleine immer steht, ist ja auch doof. Okay, dann aktivieren wir erstmal den King. Weil ich hätte sonst gedacht, alles aktivieren, auf Hold gehen, dass man vielleicht reagieren kann. Der King aktiviert mit noch 5+, hat nur eine Aktion. Er versucht mit der Aktion den Spit wegzuschieben. Stärke gegen den, also gegen 10, also unmodifiziert. Fünf. Er hat eine Stärke von 5. Schafft das wieder nicht. Oh, King, was ist los? Fuck, ja. Okay, dann würde ich aber mit Fussi auf Hold gehen, falls jemand tatsächlich den Bernd isst oder so. Dass okay. Sie noch schießen kann. Fuzzy aktivieren. Erfolgreich ja. Ist auf Hold. Ist auf Hold. Die Ma, sollen wir die da wegbewegen oder irgendwas die machen? Die kann er auch oder? Mit dem Spinnen nochmal probieren, wenn du willst. Richtig. Wir aktivieren Sally. Nicht erfolgreich. Aber Sally geht mal da an den Spinn dran. Erstmal. Makin. Was ist denn das hier wieder für eine Show? Hör doch mal auf immer mit deinem komischen Spiegel. Jetzt konzentrier dich mal. Es ist hier echt Action. Ja, aber mal, hier, fühlst du nicht den Flow? Nee, das wird der King nicht sagen. Nee, das wird er auch nicht sagen. Nee, da war ich gerade im falschen Film. Egal, aber irgendwie sowas versucht er von sich zu geben. Und mal ändert sich. Jetzt pass mal auf, King. So nicht. Entweder du machst das jetzt, was die Mutter sagt, oder es gibt links und rechts mit meiner Bratpfanne in die Schnauze. Ja, Ma, das ist doch kein Problem. Hier, guck mal, meine Gitarre. Dann gibt's auch noch mit der Gitarre. Auf die Schnauze. Ja, okay. So, aber leider hat der King ja schon gemacht. Er kann jetzt gar nichts mehr machen. Was soll er machen, außer labern? Die Spieler sind alle bewegt, die Zombies sind dran. Und wie der Pfeife gerade gesagt hat, einer ist schon im Nahkampf. Das heißt, er wird jetzt mit seiner Aktion draufhauen. Der zweite wird chargen. Der Rest zieht nach. Wir handeln das jetzt einfach mal so ab. Der gewiefte und geneigte Spieler wird gesehen haben, dass eigentlich müsste man das ja nacheinander, weil wenn der eine das ihn schon umhaut, könnte der andere vorbeilaufen oder so. Aber wir machen es so wie gerade. Der eine ist noch reingeschargt und es stehen wieder zwei Zombies gegen den Bernd. Und wir müssen gucken, ob weiter gedanced wird. Auf ungerade wird gedanced. Er danced? Junge, der geht da nicht mehr weg. Ist ja auch mega mit so einer Jukebox. Der hat die auch voll aufgedreht. Ja klar, macht alles, was geht. Okay, aber die Zombies versuchen auch alles, was geht. Das heißt, der erste Zombie versucht auf Bernd zu hauen. Du bist aber Bernd, ne? Ich bin Bernd. Bernd hat eine 4 damit, der Zombie nur eine 2. Nichts passiert. Der kriegt aber plus 1 durch... Ja, trotzdem, der Zombie hat dadurch statt einer 4 eine 5. Ist gleich. Und nee, er hat statt einer 4 eine 5 und du hast aber Mili 6. Du kriegst plus 1. Ne? Ein Zombie hat eigentlich Mili 4.
ja, kriegt durch das Base auf 5 und du hast 6. aber Mili 6. Genau, das heißt, ja, genau. Ja, ja, ja. Der zweite versucht es ne, mit einer 6. Du hast aber auch eine 6, also was zu 7 wird, selbst so wird schon reichen. Mega. Der Bernd tankt weiterhin alles weg, kein Problem. Ich aktiviere Bernd. Du aktivierst Bernd. Erfolgreich, Bernd hat 2 Aktionen. Ja. Erste Aktion. Klar, schwing die Axt, Jürgen. 8 gegen Zombie. Oh, nee, aber du hast das plus 1 nach wie vor. Richtig. Das heißt, du triffst ihn. Du hast eine Stärke von 7 gegen Defense 7. 7, 5 gegen 5. Weg. Ein yeah. Zombie ist weg. Geil. So, und den zweiten Zombie triffst du nämlich jetzt leichter, weil er keinen anderen Man-Base-Kontakt hat. Das heißt, du kriegst plus 2 auf deinen Wurf. Eine 9 gegen eine 7. Okay, du triffst ihn. Nochmal eine 9 jetzt. 4 nee. Gegen Crit. Das heißt, das zweite Mal ist irgendwie die Axt stecken geblieben oder so. Wir versuchen es wieder mit dem King. Vielleicht wurde er jetzt entsprechend motiviert durch Sally. Ja. Er aktiviert erfolgreich und jetzt auf 5 plus schafft das, den Spin zu schieben. Nicht. Wieder nicht. Zweiter Versuch. Er versucht auf 5 plus den Spin zu schieben. Nicht. Immer. Sally flippt aus. Weißt du, woran das liegt? Der ist gar nicht, der hat gar nicht den Bauch und so dicke Arme, wie das da aussieht, sondern das ist so ein ganz so ein schlechtes Kostüm. So ein ganz so, schlechtes Elvis-Kostüm. Da drunter. Ja. Schlecht. Oh, geil. So, Sally auf jeden Fall wird aktivieren auf 5 plus. Nicht erfolgreich. So, und ich werde jetzt Folgendes machen. Da sie ziemlich angepisst ist, würfel ich jetzt einfach mal random, weil so gut kann ich sie nicht kontrollieren, dass ich jetzt bestimme, sie schiebt den Spind weg. Auf meinem W10 auf 5 plus haut sie dem King 1 in die Schnauze mit der Bratpfanne. Ja. Ja. So, das heißt, ein kleiner Nahkampf unter Freunden. Ma wir hat, haben ja die Zeit. Genau. Ma hat Melee von 5 durch ihre epische Bratpfanne, der King nur von 4. Das heißt, Ma kriegt plus 1. Kommt auf eine 9, der King hat eine 7, kriegt die Bratpfanne in die Fresse. Voll in die Fresse. Stärke 6 gegen Defense 6, der King hat nämlich keinerlei Rüstung. Eine 9. King ist tot, Junge. Ja, auch die haben 2 Lebenspunkte, hatten wir ja gesagt. Ah, ja, das heißt, der King hat noch einen Lebenspunkt. Warum machen wir sowas, uns jetzt hier selber kaputt zu hauen? Ja, weil wir Bock drauf haben, weil das geil ist. Und ich finde es auch nachvollziehbar. Ja, sicher, der kriegt dann scheiß Ding. Voll die Action, der muss doch einfach nur mal den Spind wegräumen. Der Ja, dafür hat er jetzt ein paar Schneidezähne weniger. Ja. Geil. So, das heißt, die sind erfolgreich oder so aktiviert. Es bleibt noch Fuzzy. Was könnte Fuzzy machen? Ist immer noch auf Hold, hoffe ich. Mal gucken. Ja, geht wieder auf Hold. Ja. Zombies sind dran. Selbe Spiel gerade. Diesmal charge die Fette. Er zieht nach und wir müssen gucken, ob der King, also der Trock-King, danced. Oh, er danced nicht mehr. Wahrscheinlich ist die Platte vorbei. Ja, und er hat auch gehört, irgendwie komische Geräusche fallen hier, Zähne spucken und lachen. Ne? Also, er hat eine Bratpfanne gehört und dann nicht ein Zombie, sondern Mensch. Irgendwie Zähne so. Das passt hier irgendwie nicht. Ja. Oh, Mumme. Ungerade, gerade, läuft er. Ja. Gerade. Ja. Miss mal kurz, der hat einen Move von 6. Der ist etwas schneller als ein Zombie oder so. Was hat man gesagt gerade? Da lang. Ja. Das heißt 2 Zoll und dann nochmal 4 runter, steht er auch direkt dahinter, wa? Bolero ist vorbei, die Platte ist durch. Okay, die Zombies gecharged und Angriff. Das heißt, als erstes hier die Dicke. Hat jetzt gerade wieder einen Melee von 6, weil sie ja einen mit in Base hat. Also 6, nee, Melee von 5 gegen dein Melee von 6. Du kriegst plus 1. Zombie-Dicke hat eine, ist das eine 9 oder eine Kippe? Das ist eine 9 wahrscheinlich, fürchte ich, ne? Das ist ausgeglichen, gleich, weil du plus 1 hast. Okay, der andere Zombie, der daneben steht, also sie hat es nicht geschafft. Er ist dran. Selbe Spiel. Oh, ein Crit. Gegen 2. Das heißt, er trifft. Stärke 5 gegen deinen Defense 7. Du kriegst also plus 2. Zombie hat eine 8, du hast eine 5. Lebenspunkt weg. Ein Lebenspunkt weg bei Bernd. Das ist nicht so gut. Das heißt, bis auf Fuzzy haben alle unsere Charaktere nur noch einen Lebenspunkt. Das heißt, jetzt noch einmal irgendwie groß getroffen werden, tot. Aber wir sind dran. Möchtest du wieder zuerst Bernd, um ein bisschen zu matchen? Dann Bernd, nur eine Aktivierung. Auf die Fette oder auf den anderen Zombie? Fette. Aber... Das war schon dein Angriff. Ja. Du kriegst plus 1. Der Zombie
Ja, 3 gegen 3, aber du hast plus 1, du triffst ihn also. Stärke 7 gegen, okay, es kann nur ausgeglichen werden, weil gleicher Wurf. Nichts passiert. Der King, ohne Szene, aktiviert erfolgreich. Erster Versuch, den scheiß Spind wegzuschieben, auf 5 plus. Nein. Zweiter Versuch, den Spind wegzuschieben, auf 5 plus. Nein. Boah, Junge. Die Mutter haut nochmal zu. Die haut den jetzt einfach eine drüber, oder? Ja, klar. Das geht gar nicht. Vorhin musste sie noch ein bisschen überlegen, ja. Jetzt ist aber echt hier. So. Ich stelle mir den so vor, wie der, weißt du, so bratvoll. Und kriegt das Ding nicht mehr, aber hat selber Stress, weil er weiß, jetzt muss er es machen. Und sie so, boah, Junge. Ja, geil, jetzt komm, hau den weg. Mutter aktivieren. Zum Glück nicht erfolgreich, nur eine Aktion. Mutter haut auf den King, Sally haut auf King. Sally kriegt plus 1, hat also eine 2 und der King hat eine 6. Der hat sich gerade nochmal so geduckt, weil er wusste, was jetzt kommt. Ja, genau, der wusste genau. Schon also beim ersten Mal nicht geschafft, er wusste, oh scheiße, jetzt geht das wieder so. Okay, dann guck nochmal, ob du Fuzzy auf Hold machen kannst. Nee. Nicht. Das heißt, sie steht einfach nur da. Zombies sind dran. Die können sich nicht bewegen. Er kommt auch nicht auf die Idee, zurückzulaufen, oder? Weil er hört ja nur, dass da irgendwie nichts geht. Fuck. Ja, dann haut die Fette zu. Ne? Du kriegst plus 1. Fette hat eine 3, du hast eine 8. Nichts passiert. Der zweite Zombie haut zu. Mit einer 5 gegen deine Crit. Okay, nichts passiert. Wir sind also dran. Der Bernd. Ich aktiviere Bernd. Eine Aktion nur. Haut wieder drauf. Okay, mit einer 9, die zur 10 wird. Gegen eine 8, er trifft. Stärke Defense 7, gleich. Ja. 7 gegen eine 4. Geil, die Fette weg. Bam. Das ist fett. Gut. Der King aktiviert. Erfolgreich. Erste Versuch auf 5 plus, den Spind wegschieben. Ja, Junge. Das kostet ihn aber auch alle Kraft. Weiter als so kommt, nein, genau. Weiter als so kommt er auch nicht. Der versucht auch gar nicht erst bis zur Wand zu kommen. Der ist nur fix froh. Und der will jetzt auch. Jetzt hat er mehr Angst vor der Mutter als vor den Zombies. Der will nur weg. Genau, und deswegen bewegt er sich 5 Zoll. Kannst du einmal gucken, wie weit er ungefähr kommt? Tisch dazwischen und so, ja, bis ungefähr an die Tür oder so, ne? Geil. Da ist der King. Jetzt wieder total Oberwasser. Zwar keine Zähne mehr in der Schnauze, aber egal. Weil er der King ist und sieht jetzt, er hat immer nur gehört, dass es Jukeboxen gibt, irgendwelche Maschinen, wo Musik rausläuft. Und er sieht von der Ferne sehr wahrscheinlich ein Plattencover mit einem Typ, der so ähnlich aussieht wie er, mit noch einer geileren Frisur, der auch so einen Anzug anhat. Genau, genau der gleiche Anzug, sein. Mega Friese, die Jukebox auch am Leuchten und Blinken und Machen und Tun. Das wirft jetzt auch aus, ob er die erst so fasziniert ist, ob er erst dahin läuft auf einer ungeraden Zahl. Nur warte, er hat keine Aktion mehr, also müsste er gleich. Dann. Ja, aber ich muss das jetzt wissen. Du musst das jetzt wissen, okay. Ich muss wissen, ob der jetzt ohne Zähne total geflasht ist. Also auf ungeraden muss er zur Jukebox. Natürlich geht er gleich zur Jukebox. Der Mega. King, Junge. Oh, wenn die Mutter das mitkriegt, dann die steckt den in diesen Plattenwechsler rein. Oh, geil. Ja, und wo wir beim Thema sind, wir haben auch noch die Mutter. Ja. Aktivieren wir die doch mal. Erfolgreich. Das heißt, sie würde sich gerne zweimal bewegen, ist aber jetzt schon direkt angepisst, dass sie nicht weiterkommt und der Typ genau in der Scheißtür steht. Aber sie brauchte beide Aktionen, um bis dahin zu kommen. Die kann jetzt nicht direkt schon wieder hauen. Fuzzy ist noch dran. Bernd hatten wir gemacht, ne? Der hat die Dicke weggekloppt. Also Fuzzy ist dran. Fuzzy, ich versuche die wieder auf Hold zu setzen. Ja. Ja. Fuzzy ist auf Hold. Das heißt, unser Zug ist zu Ende und die Zombies sind dran. Also er rückt definitiv auf. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit denen? Rücken die auf oder haben die irgendwas mitgekriegt? Aber die haben keine Sicht. Eigentlich sehen sie nicht. Die kriegen das erstmal gar nicht mit. Ja, das heißt, die rücken... Weil hier ist ja auch viel mehr Action. Da geht's richtig ab. Jetzt gerade ist schon wieder eine geschlachtet worden. Also ran. So langsam kommt er auch ins Sichtfeld. So... Und das war noch nicht der Zombie-Zug. Natürlich hauen die auch zu, muss man ja sagen. Der erste Zombie... Du kriegst wieder plus 1, hat nur eine 2 gegen eine 9. Nix. Der zweite Zombie hat eine 3 gegen deinen Crit. Hat auch nichts. Der Bernd ist nicht schlecht. Erfolgreich aktiviert. 7.
Bernd schlägt zu mit einer 2, die zur 3 wird. Gegen eine 9 trifft nicht. Zweite Attacke. Eine 1, die zur 2 wird. Gegen eine 2. Ist leider ausgeglichen, nichts passiert. Tja, was macht der King? Achso, der King ist klar, was der King macht. Das hat es ja ausgewürfelt. Versuch ihn mal zu aktivieren. Erfolgreich. Erste Aktion, 5 Zoll zur Jukebox. Kommt doch noch nicht dran, ne? Also zweite Aktion nochmal gemoved. Oh yeah, aha. Oh, Farben leuchtet, yeah. Alter. Die kann auch nicht mehr in dem anderen Ton versprechen. Ma wird aktiviert, also Sally. Lass mich erst Fuzzy noch gucken auf Hold, ja? Okay. Nicht, okay, die steht dann da nur oder läuft jetzt auch weg. Was macht Fuzzy? Nee, ich würde sie ehrlich gesagt stehen lassen, ja. Weil wenn er weg ist und die aber hier vorne stehen, kann sie trotzdem direkt reinbürsten, oder? Ja, gleich nicht. Weil wenn der erste den gleich wegmacht, dann läuft der rechte direkt auf Charge. Im Prinzip ja. Aber wir haben es vorhin anders gemacht, wir haben die ja direkt rangezogen und dann standen die da. Aber es ist richtig, das ist nicht mehr der sicherste Ort. Die Frage ist, unterstützt Fuzzy ihn weiterhin oder verpisst die sich auch einfach? Die macht die ganze Zeit jetzt so. Ja. Aber die bleibt stehen. Okay, Fuzzy steht dran. Einfach. Ma ist dran. Mit einer Kippe. Okay, dann nochmal neu. Mit einer 6, erfolgreich aktiviert. So, dann würfeln wir jetzt auch für Ma aus, ob sie den vermöbelt oder ob sie es wirklich auf die Reihe kriegt und einfach mal am Kampf teilnimmt. Auf ungerade vermöbelt sie den King. Oder hat es zumindest vor? Ja, natürlich vermöbelt sie den King. Sie hat ja zwei Aktionen. Der könnte chargen. Ja, das heißt, erste Aktion, sie läuft, dann steht sie ungefähr da. Zweite Aktion, charge. So. Guck mal hier. Und es leuchtet doch so schön hier. Yeah, Farbe, Musik, yeah. Deswegen hat der King auch einen etwas niedrigeren Melee-Wert als sie. Nicht, weil der schlechter kämpft, sondern weil der voll abgelenkt ist. Ja. Okay, das heißt, dann machst du den King, hast du gerade auch, ne? Ja. Sally hat Melee 5, King hat Melee 4. 1. Gegen eine 4, sie trifft ihn mit der Bratpfanne. Jetzt nur die Frage, ob das was macht oder nicht. Stärke 6 gegen wieder, also gegen Defense 7. 6 ist eine 6, okay, dem King macht das. Der ist wahrscheinlich in seinen Dance-Moves doch noch ausgewichen. Nee, pass auf, sie kommt reingerannt, haut, schwingt von durch und er macht in dem Moment so. Weißt du so? Und sie fliegt da so schön durch. Boah, die und das, die geht da so ab, so aggro. Er findet ja. Dann auch noch alles geil eigentlich und lustig. Ja, und ja, vor allen Dingen so, kommt so hoch, sieht so, dass sie da gerade so denkt, so, das ist auch oh, ja. Von ihr und er macht dann so, yeah. Ja, so, oh Mama, Jukebox, aha. Farben leuchten. Obwohl, der hat ja noch gar keine Platte eingelegt, ne? Aber es leuchtet so schön. Es leuchtet wenigstens. Okay, alles ist aktiviert, die Zombies sind dran. Wir gucken mal, ob der Trock irgendwas vorbeihuschen hat sehen, würde ich sagen. Also auch ungerade, er hat was vorbeihuschen sehen. Hat er? Ja. Aktivieren, ob er zwei hat? Richtig. Haben wir gerade immer vernachlässigt. Hat er. Natürlich. Das heißt, er hat eine 6er Bewegung, das ist schlecht, weil das er heißt, bewegt er sich einmal nach hinten und sofort charged die Ma. Ja, dann müssen wir mal kurz gucken, was der Trockkönig für Werte hat. Wir sind sofort wieder da.